Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einem weiteren Guide. Heute zu The Forest und wir wollen hier heute starten mit dem Guide für die Karte und den Kompass. Und diese beiden Dinge brauchen wir dann auch für alle weiteren Guides hier im Spiel. Der Kompass und die Karte sind eigentlich am Anfang recht einfach zu finden. Denn wenn ihr das erste Mal von den Kannibalen überwältigt werdet, werdet ihr automatisch in eine Höhle gebracht, in der ihr die Karte und den Kompass dann vorfinden werdet. Ich zeige euch jetzt aber trotzdem, wenn ihr eben hier gar nicht, sage ich mal, gegen die Kannibalen verlieren wollt, den Weg direkt zu diesem Dorf und zu dieser Höhle, wo ihr das findet. Starten werden wir hier an diesem riesigen Loch, denn das ist tatsächlich der prominenteste Ort hier auf der Karte und ich bin auf der Südseite, das ist hier, wo der, sag ich mal, höchste Gipfel an diesem Loch ist, direkt an diesem Wasser. Ich entschuldige mich, dass ich so ein bisschen heiser bin. Ich habe dann doch eine leichte Erkältung gerade und hoffe, dass das nicht stört. Wir gehen jetzt einfach mal hier am Loch rechts entlang bis zum Wasser runter. Ich versuche das Ganze so ein bisschen an, sag ich mal, Wegmarken zu orientieren, sodass man das einigermaßen finden kann. Ihr seht da hinten schon ein kleines Dorf am Wasserrand. Da wollen wir jetzt erstmal hin. Wie gesagt, der einfachste Weg, um die Karte und den Kompass zu finden, ist tatsächlich, sich einmal in einer Höhle oder sonst irgendwo überwältigen zu lassen. Und dann wird man weggeschleppt und dort aufgehängt. Und man findet dann sofort dort die Karte und den Kompass, um quasi ins Spiel zu starten. Aber wir machen das jetzt auf diesem Wege. Denn der ein oder andere will vielleicht nicht freiwillig hier sterben, in Anführungszeichen, in diesem Spiel. So, ihr seht da drüben die Häuser. Da sind wir dann auf jeden Fall schon mal richtig. Halten uns aber auf dieser Flussseite hier. Ich weiß nicht, eventuell kann ich das auch noch ein bisschen beschleunigen, das Ganze. Aber dann findet es der eine oder andere vielleicht auch wieder nicht. Deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal. So. So, ich bin ganz schön, meine Kondition ist down, deswegen muss ich jetzt hier mal kurz ein paar ruhige Schritte gehen. Und ihr seht, da hinten hört das, dieser See hier auf. Von daher können wir jetzt hier langsam uns nach oben begeben. Hier über diese Rampe, sage ich mal. Und dann wollen wir eigentlich ziemlich geradeaus in den Wald hinein. Das ist so grob die Richtung. Da oben ist auch nochmal ein Dorf zu finden. Das ist allerdings nicht das Dorf, was wir suchen, sondern wir gehen jetzt von dieser Rampe einfach geradeaus in den Wald hinein. Und dann sollten wir eigentlich ziemlich genau drauf zulaufen, hoffe ich zumindest. So, die Ausdauer ist wieder da. Dann rennen wir hier schön in den Wald hinein und den Hügel rauf. Wenn ihr hier an der Stelle rauf geht, dann seid ihr auf jeden Fall auf dem richtigen Wege. So, da sehen wir schon eine Hütte, das ist sehr gut. Die lasst ihr links liegen und dann habt ihr hier das gesuchte Dorf. Das ist das Dorf, in das ihr im Grunde gebracht werdet, wenn ihr das erste Mal hier überwältigt werdet. Und hier rechts in diesem Dorf gibt es eine Höhle. Und in die wollen wir jetzt einmal rein. Hier gibt es auch noch ein paar Passagiere zu finden. Zack. Und in diese Höhle wird man eben geschleppt. Aber wir haben es jetzt mal von außen, sage ich mal, erkundet. Gehen hier einfach runter. Zack. Können hier auch nochmal das Feuerzeug anmachen. Und dann liegt hier ein Passagier. Und ihr seht schon hier einmal eine Karte, die noch leer ist, denn die müssen wir selber füllen. Und ein Kompass. Das ist der Guide hierher in diese Höhle. Und an diese Stelle wird man aufgehängt, wenn man eben das erste Mal überwältigt wird. Vielleicht habt ihr es so gefunden, aber ich wollte es euch jetzt einfach auch auf diesem Weg einmal zeigen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hier mit noch mehr Guides zu The Forest. Bis dahin und tschüss.